Guten Morgen! Am Sonntag ist Wahl. Und es gibt ja diesen Wahl-O-Mat und den möchte ich einfach mal bedienen, um zu schauen, ob das, was ich wähle, auch das ist, was ich wählen sollte. Dass ich wähle, das steht für mich fest. Weil aktuell werden wir von einer Politik regiert, die weder schlecht noch gut ist, sondern der Konsens der wählenden Gesellschaft ist. Und entsprechend kann ich mich nicht über diese Politik beschweren, wenn ich selber nicht zur Wahl gehe. Und ich hatte da schon mal ein Video gemacht, das soll jetzt nicht Gegenstand dieses Videos sein, also warum man wählen sollte, sondern was man oder was ich wähle. Und da stelle ich euch den Wahl-O-Mat vor, falls der eine oder andere von euch überhaupt nicht weiß, wen er wählt, ob das denn zutreffend ist. Denn ich weiß ungefähr, was ich wähle. Ungefähr, weil ich schwanke noch zwischen zwei, drei Parteien. Aber vielleicht hilft mir ja der Wahl-O-Mat. Und deshalb gehen wir jetzt zusammen hier rein in den Wahl-O-Mat. Wenn ich irgendwas zwischen Zähnen habe, dann tut mir das leid. Ich habe jetzt gerade meinen Smoothie getrunken und da sind halt eben auch Leinsamen drin, die verfangen sich manchmal zwischen den Zähnen. Also dann guckt einfach nicht auf meine Zähne. Also der Wahl-O-Mat. So, 32 von 33 Parteien haben die Wahl-O-Mat-Thesen beantwortet. Okay, es wäre schon mal interessant zu wissen, welche Partei das nicht beantwortet hat. Aber egal, wir fangen jetzt einfach an und schauen mal, wie er funktioniert. Okay, ich mache mal ein bisschen größer, damit ihr das alle lesen könnt. 38 Fragen, die es zu beantworten gilt. Da kann man zustimmen, man ist neutral oder man kann nicht zustimmen oder einfach die These überspringen. Gut, fangen wir an. Bei der Terrorismusbekämpfung soll die Bundeswehr im Inland eingesetzt werden dürfen. Ja, natürlich, wenn wir die Bundeswehr zur Verfügung haben, dann soll sie natürlich auch eingesetzt werden, egal wo. Von mir aus auch, um ein bisschen, ja, sag ich mal, den Müll von der Straße zu kehren. Von daher, klar, logisch, Bundeswehr genutzt. Dieselkraftstoff für PKW soll höher besteuert werden. Generell soll alles höher besteuert werden, was irgendwie mit PKW zu tun hat, weil die Menschen sollten ja mehr öffentliche Verkehrsmittel nutzen bzw. sich ein bisschen entschleunigen, einfach mit dem Fahrrad fahren oder laufen. Also von daher klar höhere Steuern für PKW-Diesel. Für die Aufnahme von neuen Asylsuchenden soll eine jährliche Obergrenze gelten. Nein, das macht keinen Sinn, weil wenn jemand Asyl sucht, da geht es ja darum, unsere Richtlinien sind ja so, lauten so, dass jemand, der von uns Asyl bekommt, auch einen guten Grund hat, dass er Asyl bekommt. Das heißt, dass er in irgendeiner Notlage ist. Und natürlich sollen wir so viele aufnehmen, ja, wie es halt Asylsuchende gibt. Und entsprechend soll es auch keine jährliche Obergrenze geben. Natürlich geht es dann unseren Bürgern und Bürgerinnen etwas schlechter. Aber den Menschen, die hierher kommen, die Asyl suchen, denen geht es garantiert noch schlechter. Und das ist ja genau meine Idee, dass es allen auf der Welt ziemlich gut gehen würde, wenn wir alle denselben Lebensstandard hätten und nicht diese Krisenspanne. Von daher soll es natürlich keine Aufnahme von Asylsuchenden geben. Also keine ehrliche Obergrenze für die Aufnahme von Asylsuchenden. Also darf es keine ehrliche Obergrenze geben? Nein, natürlich nicht. Der Ausbau erneuerbarer Energien soll vom Bund dauerhaft finanziell gefördert werden. Klar. Der Bund soll mehr Mittel für den sozialen Wohnungsbau bereitstellen. BAföG soll generell unabhängig vom Einkommen der Eltern gezahlt werden. Ja, das ist ja so ein bisschen auch so Richtung bedingungsloses Grundeinkommen für Studierende. Finde ich gut. Weil es gibt auch Studierende, die ein bisschen, naja, die sich erst von ihren Eltern lösen müssen und dann immer noch diese Abhängigkeit zu spüren zwischen den Eltern und ihnen selber, das ist halt blöd. Wenn sie bedingungsloses BAföG bekommen würden, wäre wunderbar, dann könnten sie sich wirklich auf sich konzentrieren. Die Videoüberwachung im öffentlichen Raum soll ausgeweitet werden. Auf jeden Fall. Also Videoüberwachung, das ist für mich so ein Thema. Gerne überall, auch in meinem Zimmer, dass einfach die Menschen keine Privatsphäre mehr haben und dadurch eben Menschen authentischer werden und ja, und somit die Probleme der Welt verschwinden. Das ist ein gutes Videothema, das kommt auch noch. Ja, okay. Deutschland soll einen Schuldenschnitt für Griechenland zustimmen. Also, dass die Schulden quasi erlassen werden. Das ist eine relativ komplexe makroökonomische Frage. Da möchte ich erstmal mich neutral, erstmal jetzt habe ich kein Gefühl dafür.
Ja, wenn man da erstmal auch überdenken müsste, was das für Konsequenzen hat. Ja, kann ich nicht sagen. Generelles Tempolimit auf Autobahnen. Nö. Nein, nein. Also beim Tempo ist es so, dass dass die meisten Unfälle passieren beim Ein- bei der Ein- und bei der Ausfahrt und nicht aufgrund zu hoher Geschwindigkeit. Und wenn wir denn hier alle Autos fahren dürfen, und das ist nun mal so, dann soll man auch so schnell fahren können, wie man möchte. Und man sollte einfach nur auf der Autobahn besser fahren. Das heißt, nicht in der Mitte fahren, sondern man sollte dann halt immer auf der rechtsmöglichen Spur fahren. Und also, nee, ein generelles Tempolimit auf Autobahnen stimme ich nicht zu. Auch wenn ich jetzt selber kein Auto fahre, aber die Verteidigungsausgaben Deutschlands sollen erhöht werden. Nein, definitiv nicht. Es sollte viel mehr Geld dafür investiert werden in Bildung, denn und in Vernetzung, in ja, soziale Strukturen, denn umso mehr wir quasi weltweit auch zusammenrücken und die Menschen auch in anderen Ländern zum Beispiel fördern, was die Bildung angeht, umso weniger brauchen wir Verteidigungsausgaben, weil wir alle suchen nach Liebe und wir alle möchten einfach nur ja, gut leben. Und wenn jeder sicher und gut lebt, dann braucht es auch keine Verteidigung. Wir sind alle Menschen. Keine Ahnung, warum wir uns die Köpfe einschlagen. Das ist so irrsinnig. Also von daher, Verteidigungsausgaben bedeutet ja, wenn man das erhöht, dass man an einer anderen Stelle was weniger macht. Also von daher, nein, stimme ich nicht zu. Betreiber von Internetseiten sollen gesetzlich dazu verpflichtet sein, Falschinformationen, Fake News zu löschen, auf die sie hingewiesen wurden. Ja, auf jeden Fall. Information ist wichtig, aber auch korrekte Informationen. Und wenn es Fake News gibt, das verunsichert die Leute. Daraus entstehen ja auch diese ganzen Verschwörungstheorien. Also ja, auf jeden Fall, ganz wichtig. Interessant, dass so eine These hier beim Wahl-O-Mat kommt. Ökologische Landwirtschaft soll stärker gefördert werden als konventionelle Landwirtschaft. Auf jeden Fall gibt es überhaupt nichts. Kindergeld soll nur an deutsche Familien ausgezahlt werden. Hä? Also, das impliziert dann erstmal, dass das auch Kindergeld an nicht deutsche Familien ausgezahlt werden. Aber wenn sie in diesem Land leben und hier auch die Mehrwertsteuer bezahlen, indem sie Produkte kaufen, indem sie hier Geld verdienen und so weiter. Also, jeder, der hier in Deutschland gemeldet ist, soll natürlich auch Kindergeld bekommen. Klar. Ist ja schlimm, dass es nicht so ist. Kindergeld soll nur an deutsche Familien ausgezahlt werden. Käse. Also, ich weiß ja nicht, was das bedeutet. Also natürlich sollen wir kein Kindergeld zahlen an ein usbekisches Kind, was irgendwo in der sowjetischen Steppe gerade rumläuft. Also natürlich nur die, die in Deutschland leben, aber das, ich hoffe, das ist so. Also denke ich mal. Arbeitsverträge sollen weiterhin ohne Angabe von Gründen befristet sein dürfen. Ja, finde ich total gut, dass diese Befristung, das schürt nur dieses Sicherheitsbedürfnis der Menschen. Immer dieses, oh ja, ich habe einen unbefristeten Arbeitsvertrag und das ist wichtig. Und das beschneidet so ein bisschen die Flexibilität und das macht im Kopf starr. Theoretisch finde ich es gut, dass man theoretisch jeden Monat irgendwie ja, neu schaut, was mache ich und jemanden sucht, wo man was machen kann. Und nicht immer diese fixen, lange befristeten Sachen, wo man dann so eine Komfortzone verweilt und so weiter. Außerdem können die Arbeitgeber auch viel flexibler agieren, wenn man ständig sozusagen neue Leute reinholt. Und da geht es auch wirklich dann auch um Leistung in der Arbeit. Was man kann, was man nicht kann. Und da wird vielleicht dieser ganze öffentliche Dienstsumpf zusammenbrechen. Aber egal. Arbeitsverträge sollen natürlich weiterhin ohne Angabe von Gründen befristet sein dürfen. Ja. Kinder sollen gegen ansteckende Krankheiten geimpft werden müssen. Nein. Also, ich bin weder für die Impfpflicht noch gegen die Impf. Doch, ich bin gegen die Impfpflicht. Aber ich bin weder für das Impfen noch gegen das Impfen. Das soll jeder individuell entscheiden. Und da habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Da möchte ich auch jetzt gar nichts groß sagen. Ich denke einfach, dass Impfen eine Entscheidung ist, wo man wirklich, ja, weil es ja auch, man setzt seinem Kind ja Krankheitserreger aus, auch wenn es eine geringe Dosis ist. Es ist nicht sicher, was die Langzeitfolgen sind. Und in dem aktuellen, mit dem aktuellen Wissensstand, den ich auch in dem Video da präsentiert habe, bin ich gegen die Impfpflicht. Aber ich würde es nicht pauschal ausschließen, wenn 100% oder zu 99,9% sicher ist, dass eine Impfung keine Langzeitschäden hat und sie vor Krankheiten schützt und damit eben auch andere geschützt werden. Das ist ja auch der Sinn der Impfung, dass damit auch Krankheiten ausgerottet werden und damit man quasi auch andere schützt, dann bin ich für eine Impfpflicht. Aber zum aktuellen Zeitpunkt bin ich nicht dafür, dass Kinder gegen ansteckende Krankheiten geimpft werden müssen. Alle Banken sollten verstaatlicht werden. Also wenn wir eine komplett freie Marktwirtschaft hätten, wäre ich dagegen. Weil der Staat
oder die Marktwirtschaft reguliert tatsächlich alles selber. Und aber im aktuellen Kontext haben wir keine wirklich freie Marktwirtschaft. Und da gibt es zu viele Regularien und zu viel, wo eingegriffen wird. Und deswegen macht es derzeit sogar Sinn, Banken zu verstaatlichen. Ja. Der Völkermord an den europäischen Juden soll weiterhin zentraler Bestandteil der deutschen Erinnerungskultur sein. Nein, mit Sicherheit nicht. Hoffentlich werde ich jetzt nicht zum AfD-Wähler, aber ja, das ist einfach wirklich deutsche Erinnerungskultur. Das Wort alleine, ich weiß nicht. Nein, da ballt sich alles in mir zusammen. Generell, was Geschichte ist, ist Geschichte. Wir haben daraus gelernt. Es soll natürlich nicht verschwiegen werden, dass wir Großteil der Juden quasi vergast haben, unser Deutschland, und ermordet haben oder was auch immer. Aber so zentraler Bestandteil der deutschen Erinnerungskultur. Also ich bekomme gleich das Kotzen, muss ich sagen. Also nein, stimme ich nicht zu. Haushaltsüberschüsse sollten überwiegend zum Abbau von Staatsschulden verwendet werden. Naja klar, wir leben in diesem Geldsystem und ich finde es eigentlich schon ganz gut, wenn wir haben eh zu viel Geld, wenn wir in Deutschland erstmal unsere Schulden wieder begrenzen und nicht auf Pump quasi leben. Und von daher finde ich das durchaus gut, weil es nicht absehbar ist, dass das Geldsystem verschwindet. Ja, viele Idealisten glauben das, ich glaube das nicht. Das Geldsystem bleibt erstmal erhalten als universelles Tauschmittel. Und da macht es schon Sinn für den Staat, dass die Haushaltsüberschüsse erstmal zum Abbau von Staatsschulden verwendet werden, weil wir wirklich extrem viel Geld haben. Das gilt hier für Deutschland. Von daher stimme ich dem zu. Die Gesamtzahl der Nutztiere in den landwirtschaftlichen Betrieben einer Gemeinde soll begrenzt werden können. Ja, auf jeden Fall. Auf null am besten. In Deutschland soll auch zukünftig Braunkohle abgebaut werden dürfen. Naja. Also da stecke ich jetzt zu wenig drin, inwieweit wir hier heutzutage schon alles mit erneuerbaren Energien bereitstellen können. Ja, also da stecke ich zu wenig drin, um das adäquat beurteilen zu können. Ist natürlich ein Traum, wenn alles erneuerbare Energien sind, aber ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Und von daher, ich bin da mal neutral bei der. Unternehmen sollen weiterhin Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter beschäftigen dürfen. Naja. Man hat natürlich eine gewisse Flexibilität. Andererseits werden Leiharbeiter weniger gut bezahlt als normal, also als die Arbeiter, die dort festangestellt sind und dieselbe Arbeit machen. Und das ist eine Ungerechtigkeit. Und das mag ich nicht. Also ich mag die Flexibilität mit diesen Leiharbeitern, aber ich mag nicht diese Ungerechtigkeit, die mit dem Lohn einhergeht. Das impliziert das aber, weil Leiharbeiter andere Verträge haben als die Arbeiter, die festangestellt werden sind. Also ich bin eigentlich gegen Leiharbeit, weil das impliziert, dass es noch eine andere Form der Arbeit gibt, nämlich die Festangestellten. Von daher entweder alle Leiharbeit, also dieses flexible System, von dem ich vorhin geredet habe, oder es gibt einfach nicht mal diese Unterscheidung in Leiharbeiter und normale Arbeiter. Also letztlich würde ich eher da Nein sagen im aktuellen Kontext, weil es halt eben diese Zweigleisigkeit gibt. Das finde ich nicht gut. In Deutschland geborene und aufgewachsene Kinder ausländischer Eltern sollten weiter neben der deutschen ihre zweite Staatsangehörigkeit behalten dürfen. Diese Staatsangehörigkeit, klar, die muss es geben, weil es jetzt noch Staaten gibt. Und klar, die können zweite, dritte, das ist mir alles egal eigentlich. Eigentlich ist es mir total egal, von daher können sie natürlich ihre zweite Staatsangehörigkeit behalten. Bereits nach 40 Beitragsjahren soll der Renteneintritt abschlagsfrei möglich sein. In 40 Beitragsjahren soll der Renteneintritt. Ehrlich gesagt, ist mir scheißegal. Rente interessiert mich nicht. Also neutral. Deutschland soll zu einer nationalen Währung zurückkehren. Nein, ich finde gut. Ich finde den Euro gut. Ich finde, es sollte eine weltweite Währung geben. Und damit dieser ganze, ich meine, ich habe das ja selber gemacht, Devisenhandel, da wird einfach nur gehandelt, welches Währungspaar steigt. Also welches Währungspaar, also du handelst nach Währungspaare. Indem eine Währung zu einer anderen an relativen Wert sozusagen steigt oder fällt. Und das würde schon damit komplett nicht mehr existieren. Du könntest keinen Devisenhandel mehr machen, was absolut sinnlos ist. Es schafft überhaupt keine Werte. Und allein das wäre schon ein Grund, zu sagen, es soll eine einheitliche Währung geben. Und das schweißt auch mehr zusammen, wenn es eine einheitliche Währung gibt. Und man fühlt sich auch stärker verantwortlich. Und man ist auch stärker verantwortlich. Und deswegen, nein, Deutschland soll nicht zu einer nationalen Währung zurückgehen. Die Frauenquote für die Aufsichtsräte börsennotierter Unternehmen soll abgeschafft werden. Auf jeden Fall.
Also, ich finde, es tut überhaupt nichts zur Gleichberechtigung, wenn man zwangsweise irgendwie eine Frauenquote oder eine Ausländerquote, eine Behindertenquote oder sonst was einführt. Na? Also, das finde ich den falschen Ansatz. Das finde ich absolut den falschen Ansatz. Der richtige Ansatz ist einfach in den Medien, in den sozialen Netzwerken, überall, dass man dann einfach eine Bewusstheit dafür entwickelt, dass, ja, dass es keinen Unterschied zwischen Frauen und Männern in dem Sinne gibt, was jetzt irgendwelche Leistungsfähigkeit im Geiste und das ist halt in Aufsichtsräten angeht, existiert. Und Frauenquote halte ich gar nichts dafür. Also ja, es soll abgeschafft werden, definitiv. Hohe Vermögen sollen besteuert werden, aber mit Sicherheit. Für begangene Straftaten sollen auch Kinder unter 14 Jahre verurteilt werden können. Ja, finde ich gut. Kinder sollen durchaus realisieren, wenn sie gegen die Prinzipien der Gesellschaft verstoßen. Ich tue überhaupt nicht für jede Prinzip in unserer Gesellschaft einstehen. Im Gegenteil, ich bin ganz oft gegen die Gesellschaft. Nichtsdestotrotz lebe ich hier und muss akzeptieren, dass es einen gewissen Konsens gibt. Ich muss zum Beispiel akzeptieren, dass hier Tiere gegessen werden. Das muss ich akzeptieren. Und das ist auch derzeit im Rahmen oder auf der Stufe der geistigen Evolution derzeit ist es einfach notwendig, dass es dass eine gesellschaftliche Stabilität existiert. Und Kinder sollten schon relativ früh auch verstehen, dass sie, wenn sie dagegen verstoßen. Und ja, und sie sollen sich zeitgleich natürlich auch die Bildung erhöht werden, dass man ja, sensibilisiert darüber, dass man selber Teil der Gesellschaft ist und auch mit seinem Verhalten auch die Gesellschaft steuern kann. Und aber nur losgelöst das, ja, Kinder sollen auch unter 14 Jahren verurteilt werden können. Das heißt ja nicht, dass jetzt Kinder, die jetzt mal einen Riegel geklaut haben, dass denen der Kopf abgeschnitten wird. Das heißt ja nur bestraft werden. Wie? Da kann man drüber reden. Aber ja, Kinder auch unter 14 Jahren sollten bestraft werden. Alle Bürgerinnen und Bürger sollen bei gesetzlichen Krankenkassen versichert sein müssen. Boah. Krankenkassen. Ja, damit es keine Unterschiede gibt, wahrscheinlich zwischen innerhalb der Behandlung von Ärzten. Das finde ich gut. Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Es gibt ja diese privaten Krankenkassen, die halt häufiger, wenn die dann zum Arzt gehen, eher drankommen und so weiter. Und die gesetzlichen dann eher weniger. Ja, finde ich eigentlich ganz gut. Jo. Schöne Fragen. Da macht man sich mal Gedanken über Sachen, wo man eigentlich gar nicht so. Der Bund sollte weiterhin Projekte gegen Rechtsextremismus fördern. Ja, und auch gegen Linksextremismus. Jede Form von Extremismus, gerade in der politischen Kultur, sollte man auf jeden Fall bewusst auf dem Zettel haben und auch dagegen ja, einfach auch das Geld einsetzen. Also ja, auf jeden Fall. Der Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum soll bis zu einer bestimmten Höhe steuerfrei sein. Der Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum. Ehrlich gesagt interessiert mich das überhaupt nicht und ich sag mal neutral, also ich habe schon keinen Bock drüber nachzudenken. Rüstungsexporte aus Deutschland sollen ausnahmslos verboten werden. Das heißt, wir sollten kein Kriegsmaterial ins Ausland schicken. Naja, die Problematik ist, wenn wir das nicht tun, tut es auch kein anderer. Und zum aktuellen jetzigen Stand ist es so, dass wir nicht einfach aufhören können und hoffen, dass alle anderen auch aufhören und sagen, okay, irgendwie, einer muss ja anfangen. Nein, es muss dann Konsens geben, dass halt keine Rüstungsexporte mehr gemacht werden. Und von daher, ja, also gerade wenn man sieht, Rüstungsexporte, wenn man da nochmal vom Wort aus geht, Rüstung, sich schützen, ja, es ist ja nicht nur, dass wir Angriffsmaterial rausplautzen, sondern auch, oder das Material auch benutzt werden kann zur Verteidigung von anderen. Und ja, und deutsche Qualität ist sicherlich dann auch zur Verteidigung besser geeignet als vielleicht litauische Qualität oder andere Länder. Sorry, Litauer. Ich sag nur Aschmilö. Das, was ich litauisch kann, ich liebe dich. Egal. Ja, Rüstungsexporte aus Deutschland sollen für ausnahmslos verboten werden. Ja, stimme ich jetzt erstmal nicht zu. Ja, weil das bringt in dem Sinne meiner Meinung nach jetzt erstmal gar nichts. Aber ist eigentlich auch, also war ich da einmal stimme nicht zu. Der kontrollierte Verkauf von Cannabis soll generell erlaubt sein. Ja klar. Cannabis ist eine Pflanze, warum sollte keine Pflanze verkauft sein? Also man kann alle Pflanzen, sollte alle Pflanzen verkaufen. Ne? Und wenn die Leute das irgendwie missbräuchlich einsetzen, ja, dann ist das ein Problem, klar.
Aber ich glaube, das sollte man, das soll der Staat nicht, hat der Staat nichts damit zu tun. Also ja, klar, auf jeden Fall. Der Solidaritätszuschlag soll Ende 2019 vollständig abgeschafft werden. Solidaritätszuschlag ist ein Zuschlag an die neuen Bundesländer, um halt ein soziales Ungleichgewicht ja auszutarieren. Und solange der notwendig ist, sollte er auch existieren. Und da es tatsächlich immer noch so ist, dass in Ostdeutschland sowohl die Löhne niedriger sind, was ein Indikator dafür ist, dass irgendwas noch ein Ungleichgewicht ist, als auch ja, verschiedene andere Indikatoren anders sind, sollte man das alles. Also ich finde den Solidaritätszuschlag aus der Sicht gut, weil er halt ein Ungleichgewicht austariert. Und deswegen soll der abgeschafft werden. Nein, stimme ich nicht zu. Solange er notwendig ist. Ne? Er soll natürlich nicht. Also das soll. Er soll immer noch zum Austarieren genutzt werden. Das denke ich, dass es noch ist, aufgrund des Indikators, dass wir noch zum Beispiel gleiche Löhne haben. Anerkannten Flüchtlingen, die sich Integrationsmaßnahmen verweigern, sollen die Leistungen gekürzt werden können. Ja, auf jeden Fall. Wer zu uns kommt und Hilfe möchte und aber auch integriert wird in unsere, sage ich mal, in unsere gesellschaftliche Ordnung und dieses verweigert, der soll natürlich die Leistung gekürzt werden und das soll es natürlich auch die Möglichkeit geben, diesen Menschen auch wieder zurückzuschicken und sagen, okay, wenn du dich hier in dieser Gesellschaft nicht anpasst, ja, dann gehst halt wieder zurück. Im Krieg oder wohin, auch immer. Eltern sollen für ihre Kinder bis zum Ende der Grundschulzeit einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung erhalten. Ja, das ist der falsche Ansatz. Ist der falsche Ansatz. Kinder sollten einfach, also der Alltag innerhalb, wenn ein Kind aufwächst, der ist einfach total pervertiert zurzeit. Aber das ist keine Lösung dafür. Das ist nur wieder eine Regel drauf und Dings. Nee, stimme ich nicht zu. Stimme ich nicht zu. Ja. Da geht es darum, dass die Eltern arbeiten können. Also man kann aber auch arbeiten mit Kind und man kann das Kind auch in die Arbeit mit eingliedern. Aber nicht so, dass man wie früher, dass er auf dem Feld da irgendwie mit hacken müssen oder sowas. Man kann das spielerisch tun. Man kann das ja einfach. Ein Kind darf ein Kind sein, aber ein Kind kann auch durchaus ja, mit sozusagen an der Gesellschaft eine gewisse Rolle übernehmen. Ne? Die Kinder haben wunderbar Fähigkeiten, auch kreative Fähigkeiten. Generell Arbeit schult auch die Muskulatur, Aktivität und so weiter. Und deswegen, also ich finde, das ganze Konzept der Erziehung muss sowieso überdacht werden. Und da immer noch ein Rechtsanspruch und noch eine Regel und sowas, finde ich nicht gut. Von daher, nö, stimme ich nicht zu. Der Gottesbezug im Grundgesetz soll bestehen bleiben. Nicht in der Form, wie es ist. Ne? Also Gott als dieser. Ach, ich brauche gar nicht zu reden, da auf keinen Fall. In Deutschland soll es ein bedingungsloses Grundeinkommen geben. Hundertprozentig ist eine super Sache für die soziale Gerechtigkeit und Löhne würden endlich wieder Reallöhne sein. Ne? Denn da würde keiner mehr gezwungen sein, Toiletten zu putzen, sondern dann putzt derjenige Toiletten, dem, wo er sagt, für den Lohn mache ich das gerne. Selbst ich würde gerne Toiletten putzen, wenn der Lohn hoch genug ist, um mit dem Geld zum Beispiel sinnvolle Dinge anzufangen, wenn der Lohn so hoch ist, dass es nicht nur für meine Existenz reicht, sondern eben, dass ich halt ein Grundstück kaufen kann oder sowas, wo ich vielleicht eine Area schaffe, wo Leute sich begegnen können und so weiter. Und von daher sollte es auf jeden Fall ein bedingungsloses Grundeinkommen geben. Und die letzte Frage, die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in der Europäischen Union soll verstärkt werden. Auf jeden Fall auch das. So, nun ist die Frage, welche Thesen sind Ihnen wichtig? Der Wahl-O-Mat wertet markierte Thesen bei der Auswertung doppelt. Sie erreichen dadurch ein genaueres Ergebnis. Oh, schöne Sache, das gewichtet wird. Generell will ich mal zu den Fragen sagen, bei vielen Fragen habe ich eine Meinung, aber ich weiß, dass die Beantwortung der Frage in eine andere Richtung zielt, als ich beabsichtige. Zum Beispiel die Fragen alle mit den Flüchtlingen. Da zum Beispiel sollten sollte Leistungen gekürzt werden und so weiter. Das wird dann einfach so, ja, das Rechts. Also in diesem Wahl-O-Mat, da wäre ich dann so ins AfD-Lager gekommen oder so weiter. Obwohl ja nichts ferner liegt, als dass ich in irgendeiner Weise solche abgrenzende Politik wie von der AfD gutheiße. Und deswegen ist es ein sicherlich Problem bei dem Wahl-O-Mat. Aber gut, wir haben jetzt den Wahl-O-Mat, jetzt machen wir da weiter. Also, was ist mir wichtig? Bundeswehr im Inneren, also wirklich wichtig ist. Naja, mal gucken. Obergrenze für Asylsuchende.
Ausbau erneuerbarer Energien, sozialer Wohnungsbau. Sozialer Wohnungsbau ist auf jeden Fall was. Ausbau erneuerbarer Energien ist auch wichtig. Elternunabhängig BAföG. Das ist halt für eine kleine Gruppe, also für die Studenten relevant, ist jetzt für mich nicht so. Ausweitung der Videoüberwachung auf jeden Fall richtig. Schuldenanstieg für Griechenland, Tempolimit erhöhen, Verteidigungsausgaben, Fallinformation, Internet, sehr wichtig. Ökologische Landwirtschaft, sehr wichtig. Sache Impfpflicht, Verstaatlichung von Banken, Erinnerungskultur. Ja, sehr wichtig, dass wir uns nicht dagegen der Völker moderner europäischen Zentralen. Nee, also. Aber es ist eigentlich auch nicht wichtig. Es ist so absurd, aber so nicht wichtig. Es gibt wichtigere Sachen, die wir jetzt hier machen sollten. Abbau von Staatsschulden, Begrenzung der Nutztierhaltung auf jeden Fall. Naja, weit verzogene nationale Währung, Abschaffung einer Frauenquote, Vermögenssteuer finde ich wichtig. Wer viel hat, der soll auch abgeben. Gesetzliche Krankenversicherung. Ja, finde ich eigentlich ganz gut. Diese Idee, dass wirklich jeder, gerade im Krankheitsfall, da gleich behandelt werden soll, das ist schon wichtig. Ja. Projekte gegen Rechtsextremismus, gegen Extremismus finde ich immer extrem wichtig. Also ist halt schade, dass jetzt Rechtsextremismus steht und nicht Rechts- und Linksextremismus. Warum steht Projekte gegen Rechtsextremismus, aber nicht Projekte gegen Linksextremismus? Also ist das finde ich nicht gut. Verkauf von Cannabis. Ich finde es von der Seite ja wichtig, weil es halt ein deutliches Indikator dafür ist für Freiheit. Und deswegen finde ich das schon wichtig. Ne? Also bedingungsloses Grundeinkommen, Dings und stärkere Zusammenarbeit in der EU auch richtig. Okay, na gut. Oh, bin ich jetzt nicht blöd. So, was soll ich wählen? Was denn jetzt? Sie können Ihre Position mit bis zu 8 Parteien vergleichen. Ah, okay, ich kann nur 8 wählen. Okay, gut. Ja, dann muss ich mal gucken, was es gibt. Das sind die Parteien, die man alles wählen kann. Okay. Ja. Okay. Na, ich tu mal die ankreuzen. Aber ach so, schade, ich hätte schon ganz gerne alle gewusst. Am Ende wähle ich jetzt eine nicht, die da am besten zu mir passt. Das ist ja blöd. Na gut, dann ja, wäre ich die Großen erstmal auf jeden Fall alle anklicken. Also CDU, SPD, Die Linke, Die Grüne, FDP, AfD, Piraten, na gut, NPD brauchen wir nicht reden, die sind radikale, AfD brauchen wir eigentlich nicht reden, aber es sind nun mal halt die größeren Parteien jetzt. Jetzt habe ich schon 7 von 8 gewählt, ist doch blöd. Das ist doch doof. Naja gut, AfD kann ich schon wegnehmen, weil ich sie nicht wählen würde, weil aufgrund der wirklichen Begrenztheit der Aussagen ist es für mich überhaupt nicht wählbar. Von daher, ja, aber da bleiben immer nur noch 2 Parteien übrig. Okay, ja, V-Partei, die Veganer-Partei auf jeden Fall. Ja. Bündnis Grundeinkommen finde ich halt auch sehr wichtig. Also eigentlich auch, hat ja halt nur eine These, aber da bin ich schon bei 8 von 8. Das ist doch Kacke. Ja gut, okay, da sind die großen Parteien, also AfD, was mittlerweile auch schon zu den größeren Parteien zählt, ist jetzt nicht mehr dabei, aber wie gesagt, ist für mich nicht wählbar, weil sie die Abgrenzung fordern und ja auch intellektuell von den Menschen, die sozusagen dort sozusagen in der Öffentlichkeit stehen, ist einfach eine Lachnummer, so ist nicht halt einfach nicht wählbar. So, von daher, aber seid schade, ich würde gerne die anderen, die kleineren Parteien, vielleicht ist da eine dabei, wie sagt hier die Bergpartei oder sowas. Und oder die Partei. Das ist, na gut, die Partei, die, naja, das ist halt einfach so eine Spaßpartei. Das ist ganz gut, ich finde echt gut, dass sie existiert, aber ich würde sie nicht wählen, aber ich finde es ganz gut, dass man das so auch mal einfach so das wählen kann. Okay, ich lasse das einfach mal so. Guck mal an, meine CDU würde ich jetzt, an sich habe ich kein Bedürfnis jetzt unbedingt sie zu wählen, aber es könnte sein, wenn sie entsprechend, dass ich es halt wähle. Es wäre möglich. Also, komm, lange Rede, kurzer Sinn, schauen wir uns das an. Ich sollte die V-Partei wählen! Yeah! Die Veganer-Partei, na gut. Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer, 70%. Und dann Grüne als zweites, Bündnis Grundeinkommen als drittes, dann die Piraten, dann die Linke, dann SPD, CDU und FDP. Also, der Wahl-O-Mat ist echt gut. Also, das wäre exakt die, also von denen, die hier stehen, wäre das exakt
die oder fast exakt die Wahl, wie ich es machen würde. Ich würde FDP und CDU würde ich noch austauschen. Ich würde FDP eher wählen als CDU. Und ich würde wahrscheinlich die Piraten eher wählen als die Grünen. Aber ansonsten ist es exakt eigentlich die Folge, wie ich es auch sagen würde. Die V-Partei als erstes, dann die Piraten oder ja, das Bundesgrundeinkommen, das ist halt immer schwer, weil die haben halt nur einen Punkt. Das, dann die Grünen, dann die Linken oder vielleicht sogar eher die Linken als die Grünen, aber das nimmt sich bei mir nicht viel. Dann die SPD, dann die FDP, dann die CDU. Cool, echt klasse Sache. Also ich finde den Wahl-O-Mat echt gut, muss ich sagen. Und von daher, ja, würde sagen, meine Empfehlung. Und ja, macht immer den Wahl-O-Mat, was ihr wählen solltet und schreibt das mal unten hin. Ihr müsst ja nicht sagen, was ihr wählt, aber was sagt der Wahl-O-Mat, was ihr wählen solltet. Und ja, dann sehen wir uns in den Kommentaren wieder. Na dann macht's gut, tschüss.